ägyptischen Verbündeten bitten um Unterstützung. Wir werden ihr landwirtschaftliches Wunder gegen westliche Imperialisten verteidigen. So, und damit willkommen zum ersten Video der Vollversion von Battlefield 2042. Und ich muss sagen, ich bin ja positiv überrascht. Es funktioniert, es ist spielbar. Wer sich an den Release von Battlefield 3, 4, 5, da ging es auch noch, und 1 erinnert, der weiß, dass Battlefield beim Release nicht gerade die spielbarsten Spiele sind. Und ja, es gibt Lags, es gibt Probleme mit der Serververbindung und sonstige kleine Bugs. Aber im Großen und Ganzen ist das Spiel spielbar. Und das ist schon mal etwas, womit ich nicht wirklich gerechnet habe. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt Tag 3, das Early Access. Aber genau. So, ich vergessen, was ich sagen wollte. In dem Fall ist der Spielmodus Durchbruch. Ist so ein bisschen der. So ein bisschen Rush mit Eroberungselementen ist. Jawoll, Alter. Die Sundance hat es da mal richtig rausgeheatet. Und wir spielen die Spezialistin Maria Falk, die Deutsche. Ich habe die Sprachausgabe aktuell noch auf Deutsch, weiß ich nicht, ob ich das beibehalte, weil mir die deutsche Synchro bisher in Teilen irgendwie nicht so zusagt. Ich kenne die Maps noch nicht. Ich kenne doch die vernünftigen Taktiken nicht. Müssen wir mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Kommt natürlich mit Map Knowledge auch ein bisschen dann das richtige Spielgefühl, sag ich mal, dazu. Da oben ist ein Panzer. Mal, da sitzen wir jetzt mal ab. Panzerfaust. Treffer in den Turm. Der dürfte zerstört sein. Das ist sowas, was mir aufgefallen ist. Es gibt irgendwie für die Fahrzeuge kein Feedback, wenn man zum Beispiel ein Fahrzeug beschießt und das von jemand anders zerstört wird. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man dafür Punkte im Off angerechnet bekommt. Allerdings sehe ich da bisher noch nichts im HUD. Ja, was sich geändert hat zur Beta, ihr seht jetzt unten, der Kompass ist jetzt allgegenwärtig verfügbar. Den kann man auch ausmachen, wenn er einen stört. Ich persönlich finde den ganz gut. Sie haben ja das 3D-Spotting abgeschafft. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mit Teammitgliedern spielt. Also zum Beispiel mit den anderen über Discord, TS, was auch immer. Kann man damit dann durchaus auch recht präzise Callouts geben. Arschenzwern. Genau, das ist diese ägyptische Map jetzt hier mit dem Namen. Sie haben erste Kämpft weiter. Ich fürchte, hier ist niemand mehr. Wir haben das recht weit vorne verteidigt in den Hügeln. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Genau, Neuanfang. Die hier aufgeteilt ist in diesen Energieerzeugerbereich mit der dieser gelenkten Solar. Lage. Wir haben ein Ziel gesichert. Fangen wir mal Hubschrauber aus. Unsere gelenkten Solaranlage und hier das Grün auf der anderen Seite. Ich hab's gestern Abend schon mal angespielt. Bisschen in der Steuerung rumgepfuscht. Ist ein bisschen individuell angepasst. Zum Beispiel bei den Luftfahrzeugen, die Maus und die Tasten im Prinzip einmal getauscht, weil ich finde, dass es dann die Steuerung leichter macht. Und wir sind abgestürzt. Oh je, mine. Ich finde, es ist immer noch so, dass sich die Luftfahrzeuge sehr träge steuern.
Und das ist allerdings neu, was man hier jetzt sieht. Man hat so eine Art persönlichen Timer, wenn man ein Luftfahrzeug schrottet, was verhindern soll, dass jemand die ganze Zeit im Spawn-Menü campt und einen Haufen Hubschrauber-Kampfflugzeuge oder Panzer das Zeitliche segnet. Das heißt, sobald man in einem Fahrzeug gestorben ist als Fahrer, kann man eine Weile kein neues Fahrzeug aus dem Spawn-Menü holen. Das ist jetzt hier natürlich so ein Paradies für Scharfschützen. Den laden wir jetzt mal nach. Dann gucken wir, dass wir hier diesen Ranger hier ausschalten. Kein Treffer. Der Ranger ist ziemlich mächtig. Und diese Teile hier ist das Fahrzeug, das am meisten OP ist. Die Hovercrafts halten sehr viel aus, sind unglaublich geländegängig, die kommen hier überall rüber, sind bis an die Zähne bewaffnet, aber ich werde die ganze Zeit davon überfahren. Diese Erfahrung habe ich auch schon gestern Abend gemacht. Wenn irgendwo ein Hovercraft kommt, rennen. Einfach rennen. Das war ein kurzes Vergnügen hier jetzt. Gucken wir, ob hier jemand ist, der uns. Ist jemand, der uns wiederbelebt? Schaut nicht so aus. Die stecken da alle ziemlich fest hinter ihren Hügeln. Genau, also Kernessenz, unser Aufgabenziel ist es jetzt, man sieht hier, das ist der erste Sektor, der zweite Sektor, der dritte Sektor und hier hinten ist unsere Basis, wäre unsere letzte Basis. Sobald die hier das einnehmen, haben die gewonnen. Aber sie müssen beide Punkte in einem Sektor gleichzeitig einmal halten, um eben in den nächsten Sektor vorzurücken. Wie schon gesagt, kennt man aus den alten Teilen, aus dem Rush-Modus. Wo es so war, dass die Gegner ja die beiden M-Coms scharf machen und verteidigen mussten. Jetzt ist es aber mal gut hier. Unser Problem, das wir hier gerade haben, wir verteidigen sehr weit vorne, haben aber schon Leute hinten in der rückwärtigen Raum in der eigenen Flanke stehen. Was dazu führt, dass die uns hinten herum umlaufen können. Ich fürchte nämlich, dass unsere Panzerbesatzungen da ein bisschen Mist gemacht haben. Aufgrund der Tatsache, dass man den Panzer eigentlich nicht da hochstellen sollte. Ja, und das Hovercraft fährt einfach durch die Betonbarrikade durch und walzt mich platt. Also die, finde ich, erfordern ganz, 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 ganz dringend einen Nerf. Zum jetzigen Zeitpunkt ist auch noch kein Patch rausgekommen. Ich nehme mal an, es wird so eine Art Sammelpatch dann geben, wenn der Early Access Zeitraum vorbei ist. Dann wird man sehen, wie sich das Spiel dann spielt. Ob sie es hinkriegen, die Bugs flächendeckend zu entfernen. Das ist auch eine Neuerung. Die Map ist ein bisschen dynamischer, was die, was zum Beispiel Umgebungsschaden angeht. Also, dass man hier Schaden durch diese, sie sind Generatoren, Batteriespeicher nimmt, wenn da was einschlägt. Es ist nicht viel, aber es ist Damage over Time und wenn man eh schon nicht mehr viel hat oder gerade im Gefecht ist, kann das einem dann doch irgendwo den letzten Rest geben. Und schon wieder ein Hovercraft. Ach, die Dinger. Gucken wir mal, ob wir mal einen Panzer haben. Nee, aktuell nichts. Gut, wir haben jetzt hier einen stehen.
das verfügbare Loadout ist aktuell noch recht eingeschränkt, sage ich mal. Weil es so zum Beispiel ist, es gibt nur diesen einen bodengestützten Raketenwerfer, der den ich jetzt hier habe, den rückstoßfreien M5-Werfer. Ist ein bisschen auf Karl Gustav basierend. Jetzt ist die Katze leider vorgefahren. Ich bin im Container hängen geblieben. Ah, diese erste Stufe hier ist natürlich ein Paradies für Scharfschützen. Kommt da jemand? Oder kommt einer gerannt? Aber wir machen es ganz gut. Ich hatte bisher die Erfahrung gemacht, dass ich das nur einmal erlebt habe, dass die Verteidiger bisher diesen Modus gewonnen haben. Aber dann auch nur ganz knapp hinten raus. Also die Angreifer hier, denke ich, sind hier stark im Vorteil. Man entkommt ihnen nicht mal. Ich war schon wieder auf dem Weg hinter den Container. Also die Dinger müssen genervt werden. Wenn ich da frontal mit so einem, mit einem Panzerabwehrgeschoss da rein schieße, kann mir das keiner erzählen, dass die Scheibe oder das Luftkissen oder wie auch immer das aushält. Also da sollte man vielleicht irgendwie eine Mechanik finden, dass das ist bei einem direkten Treffer, dass das Fahrzeug mehr oder weniger deaktiviert wird. Und dass die Teile auch nicht einfach über alles drüber fahren können. So ist das aktuell wirklich einfach. Rein, mobile Deckung. Dass wir die mobile Deckung da mal entfernen. Auch sehr viel aus. Interessant. Links steht jetzt, dass ich durch mein eigenes rückstoßfreies M5 ausgeschaltet wurde. Hat er meine Panzergranate beim Abschuss getroffen? Ich weiß es nicht. Die Mechanik, dass man, wenn man eine Granate gezogen hat, bevor man sie wirft, erschossen wird, dass diese Granate dann feindlich ist für die eigenen Teile. Die gab es auch schon in den alten Spielen. Allerdings, falls jetzt die Panzerabwehrgranaten auch noch eine eigene Hitbox haben, wäre das natürlich... Da dürfen wir nicht hin. Falls die Panzerabwehrgranaten jetzt eine eigene Hitbox haben, wäre das natürlich auch eine interessante Neuerung, die natürlich irgendwo realistisch ist. Sammelt euch hier, schützt eure neuen Ziele. Und dass man nicht einfach in Kugelhagel eine Panzerabwehrgranate reinschießen kann, weil die eben auch dadurch zerstört werden. Sieht jetzt unten rechts im HUD über der Gesundheits- oder links von der Gesundheitsanzeige von den 100. Habe ich jetzt so eine blaue 20, das ist das, was ich gerade aufgenommen habe. Es gibt Spezialisten, die können Panzerplatten legen. Da kann man dann eine so eine Panzerplatte für 20 extra Health haben. Wir haben hier schon drei Feinde. Jetzt nicht mehr. Da kommt schon wieder so ein dummes Hovercraft. Hinterher. Haben wir jetzt einfach nach. Gucken, vielleicht hat jemand Munition. Ich muss aufmunitionieren. Genau, und ihr hört's. Also, ich weiß jetzt nicht, wem da die deutsche Sprachausgabe so zusagt, aber ich finde, das ist irgendwie ein bisschen too much, ein bisschen over the top. Ich habe noch nicht wirklich viel freigeschaltet.
gönnen. Auch EMP-Effekte, wenn hier die Elektroeinrichtungen getroffen werden. Alles in allem haben sie das schön gemacht. Viele Gameplay-Elemente, die einfach so ein bisschen das Spiel dynamischer machen. Das war's jetzt hier leider. Aber der Panzer ist in Hilfe. Sehr schön. Die Mechanik, dass man bestimmte Teile von Fahrzeugen deaktivieren kann, was dann dafür sorgt, dass das Fahrzeug für einen gewissen Zeitraum nur eingeschränkt nutzbar ist, jetzt auch wieder. Das sieht man dann immer direkt in der Trefferanzeige. Was ich noch nicht gefunden habe, ich hoffe, das ist meine Einstellungsmöglichkeit. Ich kann die Granaten immer nur auswählen, muss sie aber dann mit der linken Maustaste werfen. Also es geht nicht einfach, dass man nur durch Antippen der Granatentaste Granaten wirft. Sondern man wählt die Granate direkt aus und ist dann wie beim Schießen, muss dann auch wieder manuell darauf wegwechseln. Und das finde ich ist aktuell noch ein bisschen... einfach ein bisschen sperrig. Was mir dann schon oft genug passiert ist, ist, dass ich dann jetzt hier zum Beispiel den Raketenwerfer in der Hand hatte und dann einfach auf 5 Meter Entfernung den Gegner mit dem Raketenwerfer erschossen habe, was auch nicht so ganz der Witz des Spiels ist. Einer der Bugs, den es hier natürlich noch gibt, ist die dass die Sprachausgabe nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was man macht. Zum Beispiel, ich ping hier was und die Voiceline dazu ist dann vergesst das, wie wenn ich diesen Befehl streiche. Ich glaube, dass der Panzer da steht, ja, da stand er. So steht da jetzt Hovercraft und ich sehe hier einen Typen. Bleib weg von mir! Wie schon gesagt, es sind so ein paar Kleinigkeiten, aber man muss sagen, im Großen und Ganzen ist das Spiel spielbar. Ich habe jetzt noch keinen, jetzt auch in all den Runden noch keinen Game-Changing-Bug, also dass man sagen muss, dass die ein Bug aufgetreten ist, der das Spiel für eins der beiden Teams oder beide Teams unspielbar macht. Was ich schon mal gut finde. Ich persönlich finde, man merkt, dass das 3D-Spotting fehlt. Also ich merke es. Wenn man Warzone gewöhnt ist, wo alles gepinkt ist oder auch die alten Battlefield-Teile, wo man ja im Prinzip konstant mit einem Ping rumgerannt ist, das ist schon was anderes. Ich nehme mal kurz das Menü nochmal. Es gibt so Sturmsoldat, Sanitäter, Pionier, Scharfschützentyp. Das sind die Standardtypen. Man kann sich das auch einstellen, dass man dann im Prinzip vorgefertigte Klassen hat. Hier kann man dann seinen jeweiligen Spezialisten auswählen. Die habe ich noch nicht freigeschaltet. Das hier ist ein alter Bekannter aus Battlefield 4. Irish. Ist ein bisschen älter geworden. Können wir jetzt mal mitnehmen. Und der hat zum Beispiel diese aufstellbaren Schilde gesehen hat. So, können wir bei unserem Squadmate raus? Sektor verloren. Das hatten wir eingeplant. Zieht euch zurück und verteidigt die Ziele im nächsten Sektor. Unsere Truppen attackieren Bravo 1. So, jetzt sind wir auf der grünen Seite. Es gibt jetzt hier am Anfang so ein kleines Nadelöhr für die Kampffahrzeuge. Das sind hier diese zwei Durchfahrten. Da hinten ist auch noch eine.
Für Infanterie ist hier zum Beispiel noch so eine Tür. Bin dabei! Dass ich die, dass ich nicht mehr Maria Falk bin. Ich wollte mich eigentlich gerade heilen. Fahrzeug zerstört. Die Geschossgeschwindigkeit dieses M5 ist, langsam. Sehr langsam. Jetzt stößt hier die Infanterie durch. Uns auch schon auf dem Feld. Ja, ich denke mir, das sind so Sachen, die werden, wenn die Leute die Maps besser kennen, wird sich da ein bisschen besseres. Ich will kein Sanitäter. Taktisch anspruchsvolleres Gameplay daraus entwickeln. Der Kampfpanzer da hinten zum Beispiel, der macht's gut. Steht in der Flanke, hat das komplette offene Feld dort. Der könnte uns durchaus noch ganz schön zusetzen. Was ich persönlich bei den Fahrzeugen ein bisschen mager finde, es gibt keine Jagdbomber mehr. Es war in allen Teilen so, dass man im Prinzip Luftbodenflieger und Luftflieger hatte. Neben den Hubschraubern. Jetzt haben wir hier zwei Panzer vor unser Haus gesetzt. Okay, ein Panzer ausgeschaltet. Nee, das war nur eine Frag Explosion. Der blaue Indikator war jetzt gerade, dass ich hier Panzerung zerstört habe. Genau, das war jetzt mal der Panzer. Ob es nochmal ein Feature geben wird, dass man sieht, ob jemand Panzerung hat oder nicht, wird sich zeigen. Ja, die. Hallo? Ich brauche Hilfe! Krieg ich einen Res, bitte? Kommt hier! Ah, Träumchen! So, dann haben wir hier mal den letzten Schuss. Dafür nachladen. So, jetzt haben wir einen eigenen Kampfpanzer hier stehen, der hier von der Seite mitwirken kann. Die Granate habe ich nicht mal kommen sehen. Jemand muss mich zusammenflicken. Kommt jemand, der mich zusammenflickt? Schickt jemanden her, der mir helfen kann. Ich brauche medizinische Hilfe. Scheint nicht so. Steigen wir gleich mal neu ein. Fahrzeuge haben wir keine zur Verfügung. Das Quadmate ist hier bei Charlie 1. Ja gut, ist im Kampf. Hier sind alle Plätze voll. Runter nach Charlie 1. So, wir halten dieses Teil jetzt hier von innen, beziehungsweise auf kürzere Distanz. Das heißt, ich gehe aufs kleinere Visier runter. Es ist so, dass mit weiteren Waffenfreischaltungen man sich die Plätze individuell belegen kann. Also die Auswahl, die man Kampf dabei haben will, kann man im Spawn-Menü sich anpassen. Mir ist das hier nicht so ganz meine Rolle. Ihr habt verhindert, dass sie das Gelände erobern. Mission erfolgreich. 8 Kills und Assists, ich bin öfter als 8 Mal gestorben. Sagenhaft. 38 Wiederbelebungen, nicht schlecht. War's das? Bin bereit für Runde 2. Sie, Sundance, hat so Spezialgranaten dabei, unter anderem so eine Art Panzerabwehrgranate, die habe ich noch nicht ausprobiert.
Und weil wir 2021 haben, ist es natürlich so, dass jeder irgendwie eine Errungenschaft braucht, dass jedem mal der Bauch gepinselt wird. Das war jetzt mal so der erste Einblick. Ich lade auch die anderen oder lade noch andere Folgen hoch. Eventuell auch mit den anderen, je nachdem, wer jetzt das Spiel schon hat, wer sich's holt. Wie schon gesagt, aktuell ist noch Early Access. Ich persönlich finde allerdings, dass bei all der Kritik, die jetzt hier auch schon in den Weiten des Internets laut wird, es läuft überraschend gut. Dafür, was man eigentlich gewohnt ist in den letzten Jahren von Battlefield-Titeln, die an der Grenze der Unspielbarkeit waren beim Release. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin.